Ich hatte einen Freiwilligendienst gemacht als Kinderbetreuer und Übersetzer. Bevor ich zum Jenaer Nahverkehr gekommen bin, war ich 18 Jahre lang im Baugewerbe tätig, in dem Bereich Entkernung, Schadstoffsanierung und Abbruch. Ich komme aus dem industriellen Umfeld und war die letzten 10 Jahre im Außendienst tätig. Weil mein Vater und mein Großvater als Busfahrer gearbeitet haben, deswegen habe ich mich entschieden, Busfahrer zu werden. Ich wollte noch mal was Neues machen, Umgang mit Menschen haben, und die Faszination Bus hat mich begeistert. Für mich war klar, wenn ich mich noch einmal beruflich verändern muss, dann wechsle ich von der Straße auf die Schiene. Das hat mich einfach gereizt. Ich habe Praktikum bei Jena Nahverkehr gemacht und jetzt hat mein Quereinstieg bezahlt. Ich bin zur Agentur für Arbeit gegangen, habe mich nach dem Beruf erkundigt, habe einen Bildungsgutschein bekommen, meinen Führerschein gemacht, mich beim Nahverkehr in Jena beworben und die Stelle bekommen. Mein Quereinstieg ist komplett über den Jenaer Nahverkehr gelaufen und auch finanziert worden.